Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind unterwegs. Ihr habt schon gelesen, wo es hingeht. Zum ersten Mal für uns geht's wohin? Nach Römm. Aus dem Strand. Das wollen wir uns mal angucken. Ja, und was haben wir vergessen? Die Drohne. Das heißt, es gibt keine Drohnenaufnahme. Wir müssen nochmal hin. Aber das ist kein Problem. Ist nun mal so. Wir freuen uns drauf. Und wann geht's los? Nach dem Intro. Ja, gestern bzw. heute Vormittag waren wir schon sehr, sehr fleißig. Jo. Haben alles schon abgearbeitet, was abgearbeitet werden musste. Genau. Und jetzt genießen wir das. Autobahn relativ voll, es läuft so hin. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, also wenn unsere Freunde mal sagen, das ist ein Katzensprung nach Römm. Naja, für uns nicht. Also. Ich sag mal so, wenn du das an einem Stück fährst, dann bist du 6 Stunden unterwegs und das ist zu viel für ein Wochenende oder ja, mal eben schnell dahin. Aber das Problem haben wir ja nicht, weil wir haben nicht nur ein Wochenende, wir haben ein verlängertes Wochenende. Das heißt, wir können bis Sonntag da bleiben und dann fahren wir ganz langsam in Ruhe wieder nach Hause, denn da haben wir gehört, da wartet ja auch schon wieder was auf uns. Genau, wir haben neue Technik für euch bestellt. Naja, irgendwie wollte man ja auch das haben, ne? Ja, aber ja. Die Technik hat uns davon überzeugt. Haben es ja letztes Jahr nicht gemacht, sondern dieses Jahr. Da könnten wir vielleicht drauf kommen, ohne dass wir in Medias Res gehen. Genau, es ist auf jeden Fall der 20.09. und es ist heute erschienen. So. Mehr Infos gibt es nicht. Muss ja auch ausreichen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, um was es da geht. Genau. So, wir fahren jetzt noch eine Weile. Gut 2,5 Stunden haben wir vor uns. Und dann gibt es hoffentlich richtig coole Bilder vom Strand. Sind wir da mal angekommen. Und es gibt nichts Besseres, als gleich den ersten Gang zu machen. Barfuß natürlich. Barfuß. Ja, weil wir nutzen das aus. In Richtung Nordsee. Wasser. Da werde ich da gleich mal reinspazieren. Ja, wieso? Du? Du auch? Ich werde mal gucken, wie weit ich gehe. Mal sehen, wie warm das ist. Wahrscheinlich gehe ich gleich wieder ganz schnell in die andere Richtung. Schauen wir mal. Nö, ja, ich glaube, das wird schon gehen. Es sind ja nur die Füßchen. Deshalb, weiter gehen wir nicht. Aber das muss sein. Ich weiß nicht, wann ich überhaupt mal in der Nordsee war. Ja, doch, es ist kalt. Ja. Okay, muss man mal kurz akklimatisieren lassen. So heißt es ja so schön.
Aber dieses herrliche Rauschen. Ja, das ist allein das, was man hier... Oh, das. Hier wird es gleich tiefer, aber alles gut. Das wird aber ganz schnell tief. Ja, und hier sind auch Muscheln. Ja, naja, da bin ich drauf. Aber... Schaut es euch an, genießt es. Ist schon klasse, ne? Das ist sowas von wohltuend. Aber ich habe das Gefühl, dass ich in die andere Richtung wieder laufe. Ja, da steht unser Auto. Bisschen frisch. Klein, wirkt da auf der Kamera. Ja, wir bleiben ja nicht alleine. Da kommt ja noch jemand. Ja, das Wochenende haben wir uns mit unseren Mädels wieder verabredet. Freuen wir uns tierisch drauf. Die sind auch schon, auf jeden Fall in Dänemark sind sie schon, das wissen wir. Ich würde sagen, mittlerweile werden sie wahrscheinlich schon über den Damm rüberfahren. Soweit sind sie bestimmt. Müssen wir auch mal gucken. Ja, und wir haben den Standort extra geteilt, damit sie wissen, wo sie hin müssen. Auf jeden Fall werden wir tolle Aufnahmen versuchen hinzukriegen. Wir freuen uns, es ist nicht allzu windig. Ja, Wind ist da, aber wenn man sich, glaube ich, einen guten Windschatten hinkriegt, dann macht das Spaß. Kriegen wir hin. Wir freuen uns drauf. Und also für euch, wir sind nicht auf der Insel, haben da keinen Platz gemacht, sondern wir waren zum Marscamp. Das war uns einfach so, haben wir natürlich immer eine Tour. Lass uns mal umdrehen, ich glaube, dann können die Leute uns besser sehen. Also, das ist natürlich Logik. Ne? Dann sind wir auch heller, sind wir angeschaltet. Dann ist der Beleuchter auch anwesend. Genau. Nein, wir sind beim Marscamp, hat den Vorteil, dass wir da auch einkaufen können, weil hier auf der Insel gibt es jetzt nicht so viel, was ich jetzt entdecken konnte. Und ich muss zum Rewe 1000. Vielleicht gibt es da Weihnachtsmänner schon. Ich glaube, ein bisschen günstiger soll es auch gewesen sein. Also sorry, wenn wir da jetzt noch gerade nicht so viel zu sagen können, weil da drüben haben sich die Mädels gekümmert. Die sind nämlich Dänemark-Experten. Von daher lassen wir doch auch die Dänemark-Expertinnen. Die müssen wir nachher mal interviewen und dann können wir euch Informationen sagen. Ihr werdet sie vielleicht von hinten mal sehen. Sie sind sehr, sehr kamerascheu, die beiden. Und deshalb werden wir sie aber nicht sehr, sehr lieb. Und wir sind glücklich. Genau. Und jetzt genießen wir einfach. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I da geht die Sonne unter. Ja, und es war richtig schön. Die erste Action hatte Stefan dann auch schon. Ich zeige euch da mal. Das war Stine, der Wagen von unseren Freundinnen. Ja, die liebe Britta, die war etwas geknickt. Ja, und deshalb habe ich gesagt, ja, Stefan, jetzt fahr ich das Ding raus. Komm, lass mal. Weil sonst, aber das hat auch wirklich was gebracht. Also manchmal muss man einfach nur einen Wagen rausfahren und schon ist eine Frau glücklich. Ich freue mich, alles gut, das war gut. Hast du es mitgekriegt? Du kannst Frauen glücklich machen. Oh, na, ich hoffe, dass ich dich auch glücklich machen kann. Damit definitiv, ja. Sonne ist weg, wir fahren jetzt kurz zu Rema 1000 noch. Mal gucken, ein bisschen hier gucken, so, was du so lecker gibt. Das ist die Fliege. Muss auflassen. So, jetzt ist er raus. Jetzt ist er wieder raus. Und wir werden auf jeden Fall jetzt noch schöne Aufnahmen nehmen vom Strand, weil die Helligkeit, die noch ein bisschen da ist, die müssen wir natürlich mitnehmen. Ja. Das wird die Kamera hoffentlich auch hinkriegen. Ja. Und es wird richtig schön. Ich freue mich drauf. Wir fahren dann zum Marscamp. Es wird ein toller Abend, es wird ein tolles Wochenende. Auf jeden Fall. Und ihr dürft mit dabei sein. Ich hoffe, ihr habt damit auch dann Spaß. Das hoffen wir auch. Und jetzt machen wir die Kamera hier aus. Los geht's. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end.
Angekommen am Marscamp. Jetzt werden noch Brote geschmiert. Und dann geht das gleich rüber. Und dann geht nach da drüben, was ihr gerade nicht seht. Kriege ich das da hin? Genau, da kriege ich es hin. Da gehen wir gleich rüber und werden einen schönen Abend hier in Dänemark verbringen. Guten Morgen! Guten Morgen! Wir schreiben Samstag. Wir haben es kurz nach 9. Wir sind wieder unterwegs. Es geht wieder zurück nach Röm. Auf den Strand. Genau. Ja, wir sind ja beim Marscamp diesmal untergekommen. Haben wir euch noch nicht gezeigt. Vielleicht morgen können wir mal kurz was zeigen darüber. Ja, bleiben da 2 Nächte. Ist auf jeden Fall schön dort. Also ist alles gut. Vor allem ruhig. Das heißt, man ist wirklich weg von der High-Life-Insel. Wie gesagt, direkt ja hinter dem Strand ist ein riesen Campingplatz, total voll. Oase soll ja auch immer voll und auch teuer sein, wie wir das gehört haben. Ja, das brauchen wir nicht. Gestern noch einkaufen gewesen, habe wieder meine Burger bekommen. Genau. Und meine Pilze. Ich habe das, was ich gedacht habe, naja, vielleicht zu kaufen, nicht gekauft, weil zu teuer. Nee, das hat sich nicht. Wir wollten, haben ja geguckt, hier, Summersby ist ja hier in. Ist in Deutschland viel billiger. Definitiv. Das macht keinen Sinn, aber wir haben Cola gekauft, weil die ist wieder günstiger als bei uns. Selbst mit Pfand. Ja. Also, so unterschiedlich ist das. Ja. Wir werden einen schönen Tag auf jeden Fall verbringen mit unseren Mädels und on top. Wenn das, glaube ich, klappt mit Bodo Adventures, Instagram-Kanal, können wir euch empfehlen. Gibt auch schon immer schöne Szenen. Teilweise sehr oft aus Röm, weil das sind Hamburger. Mhm. Die haben wir jetzt ein bisschen näher. Die brauchen wirklich nur. Ja, 2,5-3 Stunden, ne? Sowas wie wir ungefähr gebraucht. Ja, wir brauchen 6. Ja. Das ist ein Unterschied. Ja. So, 5 bis 6, ja. Wir fahren jetzt wieder auf den Strand und diese wunderbaren Szenen, die solltet ihr jetzt eigentlich bekommen. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out. Let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. The whole room lit up with warm, sunny rays. Auf geht's, ein Spaziergang auf dem schönen Strand von Röm. Genau, Warenburg haben wir hinten gebaut. Wir lassen es uns richtig gut gehen und wir werden euch viele Bilder, konnten wir euch ja schon präsentieren. Wie gesagt, die Auffahrt haben wir euch präsentiert. Ich müssen wir zumindest gucken und hoffen, dass es so funktioniert hat, weil die Kamera hatte keine Verbindung. Ist natürlich immer sehr interessant. Aber es wird schon irgendwas dabei sein. Aber ich ahne schon, dass ich wahrscheinlich nochmal so ein Magnetpad brauche. Weil dann kann ich nach vorne und nach hinten vernünftige Aufnahmen machen. Weil stabil ist auf jeden Fall. Es ist immer eine Kraft, dieses Magnet wegzukriegen. Aber sonst. Aber es muss ja auch so, weil wir wollen ja damit fahren dann. Ne? Genau. Also. Auf jeden Fall sehr schön. Ich finde das lustig. 4 Leute laufen barfuß, eine läuft mit Schlappen und ich bin der Einzige, der hier in Schuhen umherläuft. Aber ich habe heute keinen Bock. Ist nämlich zu weit weg. Gestern waren wir viel näher dran, aber es haben sich ja gewisse Personen nicht getraut. Genau, wir laufen auf jeden Fall jetzt aufs Wasser zu. Ja, und was. Mal sehen, wie warm das Wasser heute ist. Vielleicht ist es ja ein bisschen wärmer geworden. Ja, und wenn nicht, dann ist es so. Dann ist es auch so. Und wie gesagt, jetzt werden wir euch ein paar Bilder präsentieren. Von wo? Wo sind wir nochmal? Röm. Gonna make me look away.
Ist die Hose aufgeplatzt? Was? Ist die Hose aufgeplatzt? Ich glaube, das ist der Gürtel. Echt Angst. Läuft die Kamera schon? Es ist soweit. Ach so, ist das alles an, ja. Soll ich dir was sagen? Na? Ich rutsche immer mehr in den Sand hier rein. Ich bin zu fett. Das ist ja doof. Unfassbar hier. Passiert. Ja. Nachdem wir hier ewig lang rumgesessen haben. Genau. Krautsalat ist hier auch da, frisch gemacht sozusagen. Mal gucken. Gibt's jetzt was zum Essen, ne? Jetzt gibt's was zu essen. Das heißt, wir machen die Kamera jetzt wieder aus, weil wir haben hier schon wieder viel zu lange gelabert. Mahlzeit. Guess that I should say, but I am done. Yeah, I'm done. Letting go of all my heavy load. I waited for the moment to unfold. Nobody's gonna make me feel. Take it as I go. Do it alright, do it okay. Stronger than ever. Faded, it's not a shade of mine. All in all, I'm doing fine. Do it alright, do it okay. Setting up a goal to grow from heart. All about to master who we are. Nobody's gonna make me feel I'm off the chart. Do it alright, I'll do it okay. Stand up and take it as I go. Do it alright, I'll do it okay. Stronger than ever. Faded, it's not a shade of mine. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Aus Dänemark. Mhm. Maskamp. Da sind wir. Schön hier. Und wir wollen auf jeden Fall jetzt mal euch gleich etwas zeigen. Dafür müssen wir die Kamera umdrehen und vor allem hoch machen, damit ihr mal so einen Umblick bekommt. Hoch? Weil, ja, Drohne haben wir ja nicht bei, wir drin. Also musst du das so machen. Also insgesamt gibt es 108 Plätze. Die sind auch schön parzelliert, das seht ihr hier. Wir haben euch auch mal ein Foto eingeblendet. Ihr müsst mal gucken. Es gibt Plätze,
die sind direkt an Brücken. Das würde ich euch empfehlen, vielleicht diese Plätze nicht wahrzunehmen, weil da seid ihr sehr eng beieinander. Es gibt auf jeden Fall ein Waschhaus. Das ist das Problem. Stefan müsste jetzt sich einmal langsam mal wieder zurückdrehen. Na, dann drehen wir uns mal da zurück. Genau, da hinten, in die Richtung. Ne? Ach da. Geradezu, jetzt das müsst ihr sehen, da hinten, das graue Gebäude ist ein Waschhaus. Und wenn Stefan sich noch ein bisschen weiter dreht, sieht er da hinten Zelte. Das sind sogenannte Glamping-Zelte, 2 bis 4 Personen, die man, wo man auch dabei sind. Und da ganz hinten, hinter den Bäumen, Stefan, ich glaube, du musst ein bisschen mit runter mit der Kamera. Ja, mal zwischen den Bäumen sieht man es nicht. Ist da hinten natürlich der Turm. Aber ich habe den fotografiert, den können wir nämlich auch einblenden. Genau, da habt ihr das nämlich auch gesehen. Wir haben jetzt für 2 Nächte, wir brauchen keinen Strom, Strom ist immer extra, sage und schreibe knapp 40 Euro bezahlt. Mhm. Es ist immer eine Religionsfrage, kann man schon sagen, ob man hier Mastcamp oder Oasencamp auf Insel. Ich muss sagen, der Platz ist ganz gut. Ja, weil das du hast Fahren hier, war jetzt auch nicht das Problem. Genau, du hast einen Bäcker, hast du hier. Du hast hier größere Einkaufsmöglichkeiten, das hast du definitiv hier. Und hier sind die Preise auch ein bisschen geringer wohl als auf der Insel. Mhm. So wurden uns zugetragen. Wir haben das selber noch nicht ausgetestet. Ja, aber ist verständlich, also kann man glauben, genau. Ist plausibel. Aber sonst, der Platz wirklich schön ruhig. Man ist auch wirklich abgelegen vom Ort. Also ist auch nicht so, dass hier gleich irgendwas ist. Das gefällt uns. Und vielleicht gehen wir jetzt nochmal an einen anderen Platz. Zeigen euch da nochmal was. Also zeigen wir euch gleich nochmal. Also wir melden uns gleich nochmal. Genau. Ich glaube, ich stehe auf dem Damm. Genau. Aber wir haben das gesehen, das müssen wir euch gleich mal einblenden. Vorne steht halt ein kleines Schildchen. Und das kann ich mir gut vorstellen, denn da hinten im Nebel irgendwo... Ja, sieht man natürlich jetzt nicht, ist klar. Röm. Und da sieht man natürlich dann den Sonnenuntergang. So sieht der Damm hier jetzt aus. Ja. Und zur anderen Seite genauso. Kleiner, schmaler Weg. Und da hinten, da ist der Turm. Da kann man nämlich auch rauf. Ich weiß nicht, ob es Geld kostet. Wir waren jetzt nicht drauf. Naja, oh. Da für dich ist das ja eh nichts. Ja. Obwohl es, glaube ich, nicht zu ist. Also nicht offen ist, so wie ich das sehen konnte. Also, ja, das kann sein. Man könnte wohl bei eingehen, aber wenn das, was sollen wir hier hochgucken, wenn wir doch auf der Insel sein können? Das macht ja mehr, viel mehr Sinn. Richtig. So, wir warten auf unsere Mädels, dass das losgeht. Mal gucken, wann sie fertig sind. Ja. Denn wir wollen auf jeden Fall wieder zurück auf Röm, auch wenn es heute unser letzter Tag schon wieder ist. Morgen haben wir zwar noch frei, das heißt, das Video geht noch ein bisschen länger. Um einfach mal noch ein bisschen Alltag zu sehen, wenn wir frei haben und halt was anderes noch so machen. Genau. Jo, und wie gesagt, Bilder gibt es dann nochmal, wenn wir auf Röm sind. Hallo? Ford fährt jetzt raus. Oder auch nicht. Nee, die hätte Gas geben müssen. Das ist das doch voll das Problem. Sie gibt ja kein Gas oder er. Die hätten jetzt einfach nur Gas geben müssen. Weiter Gas geben, damit sie da rauskommen. Genau das ist doch das Problem. Doch nicht jetzt wieder rückwärts. Oh. Ja, das haben sie so gesagt. Mal gut, dass ich die ganze Zeit die Aufnahme laufen lasse. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter. Einfach Gas geben. Nee. Wie versprochen sind wir jetzt auf dem Strand gelandet. Ja, 13.43 Uhr. Ja, also wir waren schon eine Weile hier, ne? 5,5 Stunden also gebraucht, anscheinend bis hier rüber. Nein, wir haben gefrühstückt und wir haben schon wieder uns bequem gemacht. Machen wir gerade ein Foto, damit ihr das seht, wie das so. Ich wollte gerade sagen, da hinten stehen wir. Der Weiße, der Schwarze, unsere Stühle. Ja, genau. Gemütlich gemacht. Und da in die Richtung geht es natürlich zum Wasser und da wollen wir jetzt hin.
Genau, zwischenzeitlich hatten wir gedacht, vielleicht sollten wir doch den Podcast starten, die Camperlästerer. Ja, genau. Wir haben hier schon schöne Szenen gehabt, von wegen, wo wir stecken geblieben ist, können wir alles einblenden. Genau, und abgelästert und rumgemacht, wie man es besser machen kann. Also ganz camping-like. Und das würde mich natürlich auch interessieren. Seid ihr genauso schlimm wie wir? Oder ist das eigentlich nur so eine... Ich glaube, das ist eine Camperkrankheit. Das würde mich interessieren. Ist das eine Camperkrankheit? Und wenn ja, gibt es da was von Ratioform? Bitte gerne runter in die Kommentare. Ja. Wir laufen jetzt zum Wasser und genießen das. Und dann gibt es nochmal auf jeden Fall Endszenenmäßig. Nee, ist trotzdem kein Endszenen, weil wenn wir wieder vom Strand runterfahren, ist es diesmal im Hellen. Warten nicht bis zum Sonnenuntergang. Das werden wir euch dann wieder zeigen. Und jetzt gibt es Bilder vom Wasser. Sind wir wieder runter vom Strand. Waren eben noch mal kurz bei Rema 1000. Genau. Haben nämlich noch mal Fisch geholt, Lachs, um genau zu sein. Der kommt nämlich aus Norwegen. Genau, den mussten wir einfach mitnehmen, weil wir essen den so gern. Also selbst ich esse ihn nicht gerne, aber ich esse ihn, weil er wirklich lecker ist. Wenn ja, ist auch so frisch halt, ne? Das ist halt so. Und genau das haben wir jetzt auch. Eine Wespe, die will hier... Weiß ich nicht, uns begatten, keine Ahnung. Dafür haben wir keine Zeit. Ja, es war richtig schön auf Rom. Das kann man gar nicht anders sagen. Wir würden auch normalerweise, jetzt wären wir noch geblieben und hätten noch eine Nacht im Merskamp verbracht. Aber wir haben noch ein bisschen was vor. Wir wollen noch zu einem Outlet-Center, wir wollen noch zu Ikea. Genau. Und naja, dafür, dass wir dann morgen nicht alles zurückfahren müssen, ist es schon ganz angenehm. So haben wir jetzt noch mal gute 2,5 Stunden ungefähr oder genau. 2 Stunden. Wir lassen uns also überraschen, ob der Stellplatz in Neumünster, da wäre der Outlet, ob der jetzt überhaupt funktioniert. Und wenn nicht, dann geht's weiter oder was auch immer. Wir werden das dann einfach spontan sehen. Also wer keinen Bock mehr hat, weiter zu schauen und hat gesagt, er hat sich nur für Rem interessiert, dann wäre jetzt hier wirklich zu cutten und dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit. Natürlich hoffen wir, dass ihr noch weiter schaut. Wir wissen nämlich nicht, was passiert. Ne? Naja, wir gucken mal. Wir nehmen euch aber gern mit. Genau. Aber Dänemark ist jetzt vorbei. Leider. Jo. Aber wir kommen wieder. Ja, das wissen wir auf jeden Fall. War sehr schön. Angekommen sind wir in Neumünster. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind ja jetzt über Tingdef, also nicht die normale Route, sondern eine Querroute gefahren. Das war jetzt nicht schlecht zu fahren. Und für Freitagnachmittagabend. Relativ Sonntag. Sonntag. Also, nein, wir haben Freitag, wir dürfen nochmal hochfahren. Ja, genau. Nee, das war sehr entspannt, das Fahren. Also klar, ihr könnt ja nur 80 fahren auf der Landstraße, aber das stört nicht. Also, aber es war völlig entspannt. Und wie gesagt, auch auf der Autobahn, jetzt war es sehr, sehr ruhig. Man merkt halt, es wird langsam Herbst. Es ist ja heute Herbstanfang, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so haben die Mädels uns gesagt. Wenn die Mädels das nicht richtig sagen, dann haben sie recht. Dann wird das schon stimmen, glaube ich schon. Genau, ich muss noch was nachtragen für... Wir gehen nochmal zurück nach Dänemark. Der Mask Tower habe ich mal nachgeprüft. Also wer auf dem Mask Camp ist, ach so, bezahlt dieser Turm, den wir gezeigt haben. Genau, der kostet dann 10 Euro Eintritt. Sonst sind wir bei 95 dänische Kronen. So ungefähr Pi mal Daumen. 15 Euro behaupte ich jetzt einfach. Ich kenne den Umrechnungskurs gerade nicht. Keine Ahnung. Aber das nochmal nachgesagt. Ja, wir sind jetzt in Neumünster am Stadtbad. Da kostet es 13 Euro die Nacht. Mhm. Versorgung ist, kann man das so machen. Ist nämlich vorne noch. Ja. Also es soll hier relativ ruhig sein. Ja, ich höre jetzt im Hintergrund ein bisschen eine Straße. Die Hauptstraße ist direkt dahinter. Aber gucken wir mal. Für eine Nacht wird es reichen. Genau. Morgen dann Outlet Center. Da sind wir mal gespannt. Wie viel Geld wir ausgeben oder ob wir vielleicht auch am Schluss gar kein Geld ausgeben, weil wenn keine guten Klamotten da sind, ist. Weil die Jeans, die hat mein Mann schon mal repariert.
Aber jetzt ist immer langsam hin. Sie ist schon wieder kaputt, die Löcher drin. Und dann brauche ich halt mal eine neue. Und das ist so ein Outlet Center. Es liegt auf dem Weg, sonst würden wir es nicht machen. Mhm. Und so, dann schauen wir mal jetzt an. Wir machen jetzt einen Filmeabend noch ein bisschen. Ja. Weil es ist gerade mal 7:30. Gibt noch ein Eis und dann, ja, ganz entspannt. Kaufe ich morgen auch wieder. Mhm. Wird noch ein langer Tag morgen werden. Ja, ein paar Läden müssen wir abklappern. Drei Stück. Mhm. Unter anderem Ikea. Was das bedeutet, das wisst ihr selber. Aber nicht auf dem Montag. So, jetzt haben wir genug gelabert. Ihr wisst Bescheid, was jetzt noch so passiert. Und wir genießen jetzt den Abend. Mhm. Jetzt musst du dich wieder bewegen, ne? Mhm. Uiuiui. Machst du nicht aus? Ist dein Job. Mhm. Hast du ja auch angemacht. Tschüssi. So, angekommen sind wir. Werden schon gleich mit einem super tollen Uringeruch hier empfangen. Das ist total super. Sehr unangenehm. Und Wohnmobile sind ja anscheinend in diesem Center nicht so sehr beliebt, weil die sonst immer am Arsch der Welt hingeschickt werden. Ja, und die werden auch nicht richtig ausgestellt. Wir haben uns jetzt auf den Pkw-Park überzustellen. Ja. Interessiert mich nicht weiter. Weil wir sind unter 3,5 Tonnen und dann ist das so. Ja, wir sind gespannt, wie es hier aussieht, was man hier jetzt findet, ob wir ein Schnäpperchen machen können oder nicht. Zum Stellplatz können wir sagen, wörtlich ruhig war das gewesen. Also die Bahn und die Straße hat man eigentlich nachts nicht gehört. Ja, das auf jeden Fall. Alles gut. Also ist zu empfehlen. Das war gut. Der Empfang hier, naja, der lässt zu wünschen übrig, ja. Sage ich mal so ehrlich. Wie's aber ist. Wir haben 10.21 Uhr, jetzt wollen wir mal schauen. Langsam wird es auch voller, also wir müssen ja mal schauen, dass wir was Gutes hier finden. Und wenn wir was finden, sind wir fröhlich. Und wenn wir nicht, sind das wir nicht traurig. Gut. Genau, haben wir kein Geld ausgegeben. Ein richtig teures, verlängertes Wochenende. Ja, aber nicht, dass irgendwas negativ oder so, das nicht, nein. Einfach halt Geld ausgegeben. Sagen wir es mal so, Klamotten. Einkauf logischerweise, Sprit logischerweise, wenn man Freitag noch dazu zählt, auch noch unsere Technik, die wir gesagt haben. Ja, dann jetzt wieder nochmal Eis. Matratze, also ja. Ikea, ja. Hm. Ja. So ist das manchmal. Wir können froh sein, weil Ikea hat sich wirklich gelohnt, dass wir gleich da waren. Gute Beratung haben wir da bekommen und es war schön leer. Wie gesagt, ich habe mein Eis bekommen, Zucker noch mal im Angebot. Yay, das freut mich natürlich. Obwohl es nicht dran stand, aber man hat ja Glück manchmal. Manchmal, ne? Hat man Glück, weil das hat sich gut gelohnt. Auf jeden Fall wissen wir. Wir versuchen, sowas wie wir jetzt gemacht haben, nochmal zu machen. Also, dass man irgendwie, muss man schauen, wie ich, dass ich mobiles Arbeiten irgendwie hinbekomme. Und dann noch vielleicht einen Tag länger frei oder so, dass das funktioniert. Ja. Hat nämlich richtig Spaß gemacht. Röm. Auf jeden Fall, das war richtig schön. Genau, ein bisschen Farbe haben wir ja davon noch bekommen. Mhm. Das haben wir noch ein paar Tage jetzt was davon. Ja, das ist aber normal. Kein Sonnenbrand, sondern einfach nur, dass Farbe da ist. Jetzt heißt es der große Wahnsinn von Hamburg zurück über die A7. Durch den Elbtunnel und allein, so. Und na, allein, mal gucken. Und allein hier nochmal raus. Ja, hier ist eine Riesenbaustelle. Aber Mastcamp können wir auf jeden Fall empfehlen. Röm sowieso. Auch der Stellplatz in Neumünster war ganz gut. Jo. Wir haben nichts bezahlt in Neumünster mit der Karte reinschieben. Also wegen Parken beim Outlet, darum ging es. Da hat man nichts bezahlt. Ja. Waren schnell wieder raus wahrscheinlich. Weiß nicht, wie viel kostenlos ist, das weiß ich nicht. Müsst ihr mal auf die Seite gehen, kann euch leider nicht sagen. Im Großen und Ganzen war es ein schönes Wochenende. Es war wieder schön, mit dir unterwegs zu sein. War auch schön, mit dir unterwegs zu sein. Und natürlich mit unseren Mädels. Und mit den Mädels. Und mit... Und
genau. Mit spontanem Treff von, ja, ich weiß nicht, ob man sie erwähnen darf, deswegen lassen wir es. Deshalb sagen wir es nicht. Aber ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Genau. In diesem Sinne, bleibt uns jetzt gewohnt, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, das Flugzeug kommt, Zeit, dass wir abhören, ne? Tschüss. Ciao, ciao.